Hallo und herzlich willkommen zu Part 21 unserer Serie Mathe Kursstufe. Diesmal mit dem Thema lineare Substitution. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich gar nicht so schlimm. Und am Schluss werde ich euch noch was Wichtiges zeigen, was ihr sonst auch noch brauchen könnt. Ja, ihr könnt eigentlich alles brauchen, was ich euch zeige, also fangen wir gleich mal an. So, ihr habt jetzt hier die Funktion f von x ist gleich Sinus von 2x plus 3. Oh mein Gott, wie leiten wir denn die auf? Die 2 hier drin, die stört uns, die plus 3 stört uns, Sinus von x könnten wir aufleiten. Tun wir das doch einfach mal. Cosinus von x. So, jetzt übernehmen wir das einfach mal mit in die Klammer hier rein. 2x plus 3. Cosinus von 2x plus 3, ihr erinnert euch, wenn wir das ableiten, muss das hier rauskommen. Was bedeutet? Wir müssten hier Kettenregel anwenden beim Ableiten. Cosinus abgeleitet wird Sinus und wir müssen innen rein exakt dasselbe nochmal übernehmen. Bisher hatten wir immer x drin stehen, aber diesmal haben wir 2x plus 3 drin stehen. Das heißt, ich schreibe euch hier gerade nochmal kurz die Kettenregel hin. Moment. Ja, machen wir erstmal f von x ist gleich u von v von x und f' von x ist gleich u' von v von x. Also wer sie noch nicht kann, der sollte sich definitiv das andere Video dazu angucken. Ja, bringt schon einiges. Mal v' von x, nicht v8, v' von x. Nee, ich habe leider keinen v8-Motor, schön wär's. Ja, hier. So, wenn wir jetzt Cosinus von 2x plus 3 ableiten, dann leiten wir jetzt mal den ab. Cosinus abgeleitet gibt Sinus. Das ist unser u'. V von x ist das, was innen steht, also übernehmen wir das einfach mal, v von x. Und jetzt kommt mal die innere Ableitung, also v' von x. Was passiert, wenn wir 2x plus 3 ableiten? 3 fällt weg, 2x wird zu 2. Oh nein, wir haben unsere Funktion f von x verändert. Wir wollten doch dieselbe Funktion raus haben. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben hier wieder so einen dämlichen konstanten Faktor, nämlich so eine 2, die uns alles kaputt macht. Und dann machen wir eben genau dasselbe. Wir teilen durch die 2, dann fällt sie nämlich wieder weg. Ihr seht, hier haben wir das auch schon gemacht, dadurch fällt sie weg. So, was habe ich jetzt hier gemacht? Ich mache die hier gerade mal wieder weg, die stört dann nämlich nur, die solltet ihr inzwischen sowieso kennen. Ich habe die... Moment, Sinus von ax plus b. Und echt, ehrlich gesagt, andere Funktionen können wir gar nicht aufleiten. Das heißt, wenn ihr jetzt hier ax² stehen habt, dann könnt ihr das definitiv nicht ohne Taschenrechner aufleiten. Auch Produktregel müsst ihr nicht aufleiten können. Macht euch da keine Gedanken. Nur diese lineare Substitution, wo hier ein einzelnes x mit einer Zahl vorne dran und hinten dran noch eine Zahl ohne x kommt, das müsst ihr aufleiten können. So, 1 durch a. Na, ne, Sinus ist vielleicht nicht unbedingt allgemein genug. Nennen wir es einfach mal u von ax plus b. Und die Aufleitung schreibt man natürlich wieder als Großbuchstabe. Ax plus b bleibt stehen. So, sieht wieder mal kompliziert aus, wie alle Formeln, ganz normal. Macht euch keine Sorgen. Sinus ist unser u. Nur das Sinus, nicht das innen drin, ist unser u hier. Macht ja Sinn. 2x, 2 ist unser a, x ist unser x, plus, kann auch ein Minus sein hier, wenn b negativ ist, auch möglich. Also wenn ich jetzt hier minus 3 mache, macht auch keinen Unterschied, ist trotzdem eine konstante Zahl. Die 3 ist unser b. Ja? So, was machen wir? Wir leiten auf 1 durch a. A ist die Zahl vor dem x, also 1 durch 2. Cosinus ist unsere Aufleitung von Sinus, also unser Groß U. Ihr erinnert euch, klein U ist die äußere Funktion hier. Und 2x plus 3 bleibt einfach stehen hier, einfach übernommen.
gar nicht so schwer. Jetzt, was machen wir, wenn wir... Na, das bleibt drin aber schon. Also, ich lasse das jetzt vorne dran gerade mal so stehen. Mir ist das jetzt gerade wurscht. Hoch, was sagen wir? 102. Warum nicht 102? 102 ist doch eine schöne Zahl. Ja. So, ihr erinnert euch. Ich mache hier gerade mit dem Vordruck. 1 durch a, also 1 durch die Zahl vor dem x. Also immer noch 2. 1 durch 2. Und dann groß u. So die Aufleitung der äußeren Funktion. Die äußere Funktion ist jetzt hier. Also klein u von x ist gleich x hoch. Ach so, ja, da brauche ich wieder eine Funktion. Da brauche ich wieder so ein Dingens. Formel. X hoch 102. Denn wir haben hier eine Funktion hoch 102. Das mit den Verkettungen und so weiter solltet ihr mittlerweile auch können. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, dann schaue ich, dass ich da noch vielleicht was zu mache oder einfach so beantworte. Ja gut, wenn wir x hoch 102 aufleiten, müssen wir erstmal die Hochzahl um 1 erhöhen. Also sprich 102 plus 1 macht 103. Und wir müssen die Hochzahlen mit 1 durch vorne dranhängen. Also sprich 1 durch 103. Und dann haben wir noch überall ein Mal dazwischen, dass es auch gut aussieht. Na, zwischendrin. Mal. So. Und fertig ist unsere komplett verwurstete Aufleitung, die wir hier natürlich auch noch zusammenrechnen können. Während 1 200-Sechstel mal 2x plus 3 hoch 103. Die 102 bzw. 103 hier habe ich extra so gewählt, dass ihr nicht auf den Gedanken kommt, ich multipliziere das jetzt einfach aus. Das könnte man bei Quadrat noch machen, aber danach wird es echt aufwendig. Und gewöhnt euch das Verfahren an, ist sehr einfach, sehr schnell eigentlich, wenn man es kann. Ja, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir f von x ableiten, ob dann auch wieder schön unser klein f von x rauskommt. Also, wir leiten ab. Kettenregel nicht vergessen, sonst kommt ihr natürlich nicht auf das Ergebnis, dazu ist ja gemacht. Also die äußere Funktion ableiten, 103 mal 100 Drittel, also nicht 100 Drittel, sondern durch 103 halt, kürzt sich weg. Dann bleibt noch 1/2, 2x plus 3 stehen, mal die innere Ableitung, 2x plus 3 abgeleitet, ist 2. 1/2 mal 2 ist nichts, also, und dann noch die Hochzahl natürlich 1 verringern, also haben wir unser kleinen f von x. Super gelaufen, würde ich sagen. Ja, und das war's auch schon wieder, das ist eins der komplexen Themen, die viele Leute im Abi nicht beherrschen, und ihr gehört zum Glück zu den Glücklichen, die sie können. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.